Du willst auf Linux ganz einfach Programme installieren, ohne dich durch tausend Paketnamen und Abhängigkeiten zu kämpfen? Dann ist Flatpak genau das Richtige für dich. Heute zeige ich dir, wie du Flatpak installierst und warum es so praktisch ist, aber auch, wo seine Grenzen liegen. Flatpak ist ein universelles App-System für Linux. Das bedeutet, egal, ob du Debian, Fedora, Arch, Ubuntu oder Linux Mint nutzt, mit Flatpak kannst du fast jede App installieren, unabhängig von der Distribution. Flatpaks bringen alle benötigten Bibliotheken gleich mit. Das heißt, keine kaputten Abhängigkeiten, keine Versionskonflikte und kein Gebastel. Und sie laufen in einer Sandbox, also abgeschottet vom System. Das ist ein Pluspunkt für die Sicherheit. Aber klar, auch Flatpak ist kein Wundermittel. Hier sind die wichtigsten Vor- und Nachteile auf einen Blick. Läuft distributionsunabhängig? Einfache Installation mit grafischen Tools oder mit dem Terminal. Apps sind immer aktuell, da sie direkt vom Entwickler kommen. Läuft isoliert? Das heißt, mehr Sicherheit für dein System. Funktioniert auch super auf dem Steam Deck. Die Nachteile: größerer Speicherbedarf, da die Bibliotheken mehrfach vorliegen können. Heißt kurz und knapp, wenn ihr ein Programm oder mehrere Programme mit, ich sage jetzt mal, denselben Bibliotheken habt, werden die für jede einzelne Installation heruntergeladen. Das heißt, wenn GIMP eine Bibliothek benötigt und zum Beispiel Inkscape die gleiche Bibliothek benötigt, werden sie nicht zusammengeschnitten, sondern jeder hat seine eigene Bibliothek in seiner eigenen Sandbox. Apps starten langsamer. Die Integration ins System, zum Beispiel die Themes und die Dateipfade, sind manchmal nicht perfekt gewählt. Einige Distros, zum Beispiel Debian, bringen Flatpak nicht vorinstalliert. So, genug zur Theorie. Jetzt zeige ich dir, wie du Flatpak installierst. Ich nutze hier Debian, aber ich zeige dir auch die Befehle für andere Systeme. Zum Installieren öffnen wir erstmal ein Terminal und wir brauchen einen Explorer für das Internet. Ich nehme hier Firefox. Dort schreibe ich rein flatpak.hub.org. Dort klicke ich einfach mal auf irgendein Objekt drauf, auf irgendeine App und klicke hier oben auf Install. Jetzt wird mir angezeigt, was ich zu tun habe, aber erstmal gehe ich in die Instructions to install Flatpak. Dort kann ich mir nun meine Distribution auswählen, die ich habe: Ubuntu, Debian, Chrome OS, Fedora. Ich nehme jetzt erstmal Debian. Und dann setze ich mir das hier an die Seite und den Terminal auch hier an die Seite. Und dann kann ich im Prinzip kopieren, was ich tun muss. Hier steht sudo apt install flatpak. Das kopiere ich mir. Mit Shift, Strg und V füge ich das hier ein. Drücke Enter. Gebe das Root-Passwort ein. Und schon wird installiert. So, das war's auch schon. Clear. Dann wäre es noch gut, wenn man ein Plugin für die jeweilige Desktop-Umgebung auswählt. Ich habe hier auf diesem Debian GNOME, deswegen wähle ich mir hier das GNOME Software Plugin aus, kopiere das, füge das hier ein, lasse es installieren, perfekt. Und nun muss ich den FlatHub nur noch aktivieren. Das kopiere ich mir unten raus. Das funktioniert im Prinzip in jeder Distribution gleich, können wir uns aber auch gleich anschauen mit einer anderen Distribution. So, Enter. Muss das Root-Passwort eingeben. So, das war's auch schon. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf andere Distributionen. Fedora ist vorinstalliert. Also das Flatpak ist auf Fedora vorinstalliert und hier müsst ihr ihn nur aktivieren. Den FlatHub. Dann schauen wir uns mal Linux Mint, braucht kein Setup. Ubuntu funktioniert hier genauso wie Debian. Manjaro ist alles schon vorinstalliert, braucht man nur noch hier über den Software Manager aktivieren. Alles steht hier drin in eurer Distribution, die ihr ausgewählt habt, und da müsst ihr einfach nur dem Ganzen folgen. Dann hieß es am Ende von Debian, wir müssen restarten. Dann tun wir das auch. Sudo reboot.
So, nun gibt es drei Möglichkeiten, ein Flatpak zu installieren. Das erste machen wir wie immer über den Terminal. Wir öffnen ein Terminal, dort schreiben wir rein Flatpak install zum Beispiel com.spotify.client. Suche nach Übereinstimmungen, wir haben etwas gefunden, das installieren wir, jawohl. Dort wird noch etwas installiert, jawohl. Und zwar die Plattforms, was gebraucht wird und die Abhängigkeiten und lassen das installieren. So, die Installation ist abgeschlossen und nun sollte hoffentlich, wenn wir die Super-Taste oder auch Windows-Taste drücken und geben ein Spotify, haben wir hier Spotify und können starten. Und Spotify öffnet sich. Dann könnt ihr euch einloggen und schön Musik hören. Gut, das war die Installation über den Terminal. Dann schließen wir den Terminal. Dann öffnen wir den Software Manager. Wenn ihr dieses GNOME-Plugin installiert habt, dann solltet ihr hier drin zum Beispiel suchen wir mal nach Inkscape. Inkscape, klicken wir drauf und jetzt könnt ihr hier oben über Flatpak, ihr könnt auswählen, ob ihr es über das Debian Repository geht oder über den Flatpak Download und klickt auf Installieren. Das geht genauso einfach. Nachdem die Installation abgeschlossen ist und hier öffnen steht, sollten wir nun Inkscape installiert haben und können es öffnen. So, nun zur dritten Variante. Wir brauchen einen Explorer, einen Internet Explorer. Und nun suche ich das Programm, das ich installieren will. Ich nehme jetzt mal GIMP. Suche das. Und hier haben wir GNU Image Manipulation Program. Install. Download the Flatpak Ref. Gehen in unseren Download-Ordner. Machen einen Doppelklick. Und dann kommen wir auf dieses wieder. Und zwar den Software Manager von GNOME. Und klicken dort auch auf Installieren. Dieser Schritt ist eigentlich unnötig, deswegen nutze ich den auch nicht, weil wir im Endeffekt wieder in den GNOME Software Manager kommen. Und sobald auch dieses abgeschlossen ist, können wir den Software Manager schließen, können die Windows-Taste drücken und geben GIMP ein und wir haben GIMP installiert. Und können von nun an unsere Bilder bearbeiten. Nun zeige ich euch noch ein paar Befehle, die du eventuell kennen solltest für den Terminal. Wir geben ein Flatpak List. Dort sehen wir, welche Programme wir installiert haben, damit wir einen kleinen Überblick über unsere Programme bekommen. Danach Flatpak Update. Damit aktualisieren wir alle Apps von Flatpak, die wir dort installiert haben und Flatpak auch. Dann gibt es noch die Flatpak Uninstall. Dort könnt ihr mit Doppeltab könnt ihr schauen, was ihr installiert habt und was ihr löschen wollt. Ich nehme jetzt mal org.gimp und deinstalliere das, gebe mein Passwort ein und fertig. GIMP sollte fort sein. GIMP ist auch nicht mehr da. So, dann gibt es noch, falls ein Programm von euch nicht mehr richtig funktioniert oder nicht funktioniert, wie es soll, dann gebt ihr ein Flatpak Repair. Und dann werden alle Programme von Flatpak überprüft und schauen, ob eventuell ein Fehler vorliegt an einer Datei oder nicht so ist, wie es sein soll. Dann haben wir das auch erledigt. Dann clearen wir. Clear. Und ihr könnt natürlich auch Flatpak-Programme über den Terminal starten. Flatpak Run.
Dann könnt ihr euch ein Programm aussuchen. Ich nehme jetzt Inkscape, org.inkscape und starte das Programm Inkscape. Dann kann ich ein neues Dokument erstellen. Und ihr habt im Hintergrund, wie ihr seht, den Terminal und ihr seht, ob irgendwas Fehler gibt oder sonstiges. So, dann können wir das schließen. Und dann war es das auch schon mit den Befehlen. Diese Befehle solltet ihr euch ein bisschen verinnerlichen, falls ihr now auf Fehlersuche geht oder sonstiges. Mein Fazit. Flatpak ist nicht perfekt, aber es ist eine riesige Erleichterung für alle, die aktuelle Software wollen, egal auf welcher Distro. Ob GIMP, Discord, der Heroic Game Launcher oder Spotify. Alles nur einen Befehl entfernt. Wenn dir das Video geholfen hat und es dir gefallen hat, dann lass doch ein Like da und abonniere den Kanal Linux Infinite für mehr Tipps rund um Linux, Gaming oder Open Source.